Lokale Modelle für künstliche Intelligenz sind etwas, was nur Techies machen, sagen viele Menschen. Aber da sehr viele von euch immer wieder fragen, was ist denn mit meinen Daten, wenn ich die zu ChatGPT oder so schicke, wie kann ich das lösen? Und deswegen schauen wir uns heute an, wie leicht das ist, ein lokales Modell auf dem Smartphone oder auch bei euch auf dem Rechner laufen zu lassen. Und ihr braucht dafür keine Tech-Ahnung, sondern ihr lernt schlichtweg, wie man mit lokalen künstlichen Intelligenzen arbeiten kann. Vielleicht mal eine Einordnung vorweg. Es gibt immer wieder die Diskussion, was ist denn mit deutschen KI-Modellen, mit großen Large Language Models? Wann kommt eins, das wir hier quasi gebaut haben und verwenden können? Viele ExpertInnen sagen, that's not gonna happen anytime soon. Das bedeutet, wir haben in irgendeiner Form immer wieder diese Abhängigkeit von den ganz großen Hyperscalern. Ich hasse dieses Wort, aber so nennt man die halt. Die Hyperscaler, die diese großen Modelle zur Verfügung stellen. Und deswegen schauen wir uns genau an, was es für Alternativen gibt. Die gibt es nämlich. Und zwar Modelle, die man lokal laufen lassen kann. Ich muss ganz klar sagen, ich liebe nach wie vor ChatGPT, die Google-Anwendung Gemini und Co. Das sind einfach wirkliche Heavy-Lifter. Die machen so viel im Alltag möglich, machen so produktiv. Und das ist für mich auch unangetastet. Es gibt aber zwei Vorteile, wenn ihr euch mit lokalen Modellen auseinandersetzt. Der Vorteil Nummer eins ist, ihr könnt natürlich deutlich geschützter damit arbeiten. Das heißt, ihr könnt eben auch Sachen verarbeiten, die super vertraulich sind, weil sie lokal auf eurem Gerät laufen. Und das zweite ist, ihr setzt euch mit etwas auseinander, mit dem ihr ganz leicht, mit einfachen Schritten mehr und mehr zum Profi-Anwender oder Anwenderin werdet. Und den Teil, den können wir auch hierzulande aufholen. Das heißt, wir werden zwar nicht die krassesten Modelle bauen, aber zu Anwendungsprofis zu werden und zu Anwendungsweltmeistern, das kann uns keiner nehmen und deswegen dieses Video. Stellt euch das so vor, ChatGPT, so wie ihr das kennt, ist quasi ein fertiges Auto mit Motor, mit Fahrabstimmung, mit allem drum und dran. Ihr könnt einsteigen, losfahren. Wenn ihr euch selber ein Modell runterladen wollt, braucht ihr quasi das Auto, also das Drumherum, und ihr braucht noch einen Motor. Das Modell ist quasi der Motor in dem Auto. So könnt ihr euch das vorstellen. Ihr kriegt nicht die gleichen Modelle und nicht die gleiche Qualität wie die Online-Apps, also die online zugreifen. Logisch, ne? Weil die greifen auf gigantische Infrastruktur zurück. Aber ihr habt eben den Vorteil, dass es absolut lokal bei euch auf dem Gerät, auf dem Smartphone arbeitet. Das ist eigentlich der Unterschied. Das heißt, ladet euch mal die App zum Beispiel Pocket Pal runter, dann habt ihr das Autochassis und da packen wir jetzt gleich zusammen einen Motor rein, also ein Modell, um das Ding zu betreiben. So kann man sich das eigentlich sehr vereinfacht vorstellen. Wenn ihr euch die Frage stellt, wie viele Modelle gibt es eigentlich? Ihr kennt jetzt wahrscheinlich O3, vielleicht von Claude welche und so weiter, dann geht mal auf Hugging Face, huggingface.co ist glaube ich die Website. Und das ist eigentlich so, wie soll man sagen, das GitHub für KI. Das heißt, dort werden von allen großen Herstellern Modelle veröffentlicht. Kleine, große, da ist Llama zu finden, DeepSeek war dort auch zu finden, Gemma und so weiter. Und ihr seht oben an der Zahl, wenn ihr auf Modelle klickt, wie viele KI-Modelle es gibt. Das sind Millionen mittlerweile. Und daran kriegt man ein Gefühl, dass es eben nicht nur diese paar Heavy-Lifter gibt. Das einfach nur als Info. Was ihr jetzt macht, ihr schaut im App Store durch, wie jemand, der ein bisschen aufgeklärt durch den App Store surft und ladet euch beispielsweise Pocket Pal oder eine andere App runter, die sowas kann. Aber Pocket Pal scheint, könnt ihr selber mal durchschauen, da eine sehr seriöse App zu sein, ein Entwickler, der es gebaut hat, also eine coole Sache. Am Ende geht es nur darum, dass das lokal läuft und dass es nicht irgendwelche Daten irgendwo hinschickt. Das könnte man sich relativ gut anschauen. Dann öffnet ihr die App, geht oben auf Modelle und könnt jetzt unten entweder, wenn ihr wirklich etwas selber schon runtergeladen habt, das dort aktivieren oder ihr klickt eben auf Hugging Face und dann verbindet es sich mit der Hugging Face Plattform. Das heißt, dort seht ihr dann, wenn ihr raufklickt, die ganzen verschiedenen Modelle und wenn ihr mal in ein Modell reingeht, seht ihr auch Untermodelle und teilweise auch Memory Warning. Das bedeutet, dass die Modelle, die dann schon vielleicht 30, 40 GB groß sind, deutlich über den Speicher von eurem Telefon beispielsweise hinausgehen. Dafür müsste man dann am Rechner was machen, wollen wir jetzt nicht tun, ist genauso einfach. Aber das ist das, wo man überhaupt mal ein Gefühl dafür entwickelt, wie groß diese KI-Modelle sind. Also das sind ja kleine Modelle jetzt hier, die lokal laufen, im Vergleich zu denen, die im Internet laufen. Und daran sieht man schon so, boah krass, man braucht halt wirklich Rechenkapazität, um das allein schon für hunderte Leute in der Firma zu ermöglichen. Also es ist ein Modell wirklich echt komplett lokal laufen zu lassen für alle in der Firma, not an easy job. Und bevor ich es vergesse, wir suchen bei Blackboard natürlich immer noch Werkstudenten, denn wenn ihr sagt, ihr benutzt jetzt schon KI so richtig krass, dann zeige ich euch, wie ihr das auf dem nächsten Level tun könnt, denn das ist das, was wir bei Blackboard den ganzen Tag machen und wir brauchen Werkstudenten, die uns helfen tatsächlich auch in den Projekten und ihr wiederum lernt von uns, wie man zum Heavy Lifter wird, wenn es um das Thema KI geht.
Das Studium wird deutlich leichter von der Hand gehen danach. Das heißt, wenn ihr in Hamburg studiert, jemanden kennt, der in Hamburg studiert oder Bock habt, mal eine Zeit lang mehr in Hamburg zu verbringen oder keine Scheu davor habt, mal ab und zu pendeln, dann könnte das ein Werkstudienjob für euch sein. Unter blackboard.com/jobs schaut mal rein und ich freue mich ansonsten auf Empfehlungen von euch. Jetzt habt ihr das geschafft und jetzt seid ihr herzlichen Glückwunsch offiziell Techies, die selber lokal ein KI-Modell zum Laufen gebracht haben. Das ist schon irgendwie ganz geiler Scheiß, muss man einfach sagen. Und was ihr jetzt schon merkt, es macht einen Unterschied, ob ihr das iPhone 16 Pro in der Tasche habt mit größtem Speicher oder ein iPhone SE. Sorry to say it, aber das ist einer der Gründe, warum Apple so hart Hardware pusht, weil die eben die Strategie haben, KI lokal laufen zu lassen. Deeply integrated generative models require immense processing power. And with our most advanced Apple Silicon, the A17 Pro and M family of chips, we have the computational foundation to power Apple Intelligence. Und ich glaube, das müsste den meisten von euch, die es vorher nicht nachvollziehen konnten, jetzt deutlich klarer sein, was das bedeutet. Das heißt, man braucht eben die lokale Power in einem Gerät, damit es plötzlich in jeder Anwendung auf dem Device machbar ist. Nun aber die Frage, was könnt ihr konkret damit machen? Und das ist das, wo viele dann sagen, so ja, wofür brauche ich das denn? And that's exactly the point. Ich habe ja gesagt, hier geht es darum, mit super vertraulichen Daten beispielsweise zu arbeiten. Das heißt, wenn ihr jetzt meinetwegen die Anwendung habt, das kann ich mal als Beispiel nehmen. Wir waren letzte Woche in Berlin bei Google auf der Developer-Konferenz. Da saß ein Herr vor mir, der für die Ukraine eine lokale Anwendung gebaut hat. Und da ging es darum, Daten von einem Foto auszulesen. Ganz simpel, machst ein Foto, kannst die Daten einfach auslesen. Das, was man von ChatGPT auch kennt. Der hat mit einem lokalen Google-Modell mit Gemma gearbeitet, damit es keinen Internetzugang braucht, keine Rechner, die da stehen, sondern wirklich das vom Handy aus möglich ist. Ihr könnt beispielsweise Texte zusammenfassen lassen oder ihr könnt auch mit Vision-Modellen ein Foto machen und Fragen dazu beantworten. Aber ihr werdet feststellen, wie lange das dauert. Und hier ist genau der Punkt, wo man sagt, wann fange ich an zu bezahlen? Wann schließe ich einen Vertrag mit einem großen Anbieter, weil meine Leute haben alle keine Zeit? And here we are. Das ist der Unterschied zwischen kleinen und großen Modellen. Also ihr lernt jetzt gerade dadurch, für was kann ich es wirklich einsetzen im Alltag? Also wo ist das echt ernsthaft alltagstauglich und wo habe ich so vertrauliche Daten, dass ich die mit einem kleinen Modell vielleicht anonymisieren möchte, um sie in ein großes Modell zu schicken, um sie dann wieder vielleicht zurück zu personalisieren. Könnte ein Anwendungsfall sein. Für uns ist das super spannend. Ich war eben, wie ich schon sagte, zur Google Developer Konferenz eingeladen. Das heißt, wir konnten auch wirklich mit den Leuten sprechen, die quasi bei Google die ganze Gemini-Entwicklung vorantreiben. Das ist überwiegend Google DeepMind und einer der Produktmanager von Gemma. Das ist quasi die lokale Modellvariante von Google, der eben bei Google DeepMind arbeitet, ist Gus. Den haben wir letzte Woche getroffen. Und der hat uns ein paar Einblicke gegeben in die Leistungsfähigkeit dieser Modelle. It shares the same cutting-edge architecture as Gemini Nano, our next Gemini Nano. And it's engineered for incredible performance on mobile hardware, and it runs with as little as 2 GB of RAM. This means that you can now build AI experiences that were once exclusive to cloud and put them directly on your users' devices, making your apps and experience available even offline. For example, Ukraine's Ministry of Economy deployed Gemma to power their new e-permit platform. It's a system that helps you extract information from business license applications on PDF or image scans and validate it against formal rules to assist government reviews. It uses Gemma's multilingual capabilities to decipher even local scans and handwritten Ukrainian text. And we are very honored to have the team behind this initiative right here. So let me take a quick look on the power of these Gemma models. And I'm going to use a tool from the community called LM Studio. And we're going to run Gemma completely local, right? On this laptop here. So let's do something hard then. Let's get this other image. And what I'm going to do here is I'll extract the information as JSON, right? This is the image. This is the image from a plane ticket to come here. As you can see, there's a lot of information there. Oh, and look, Gemma just extracted all of that in this JSON format.
Tatsächlich lief seine Demo sehr rund, muss man sagen, weil das Modell eben lokal lief. Er hatte LM Studio laufen, sowie also Pocket Pearl auf dem iPhone, ist dann LM Studio für euch auf dem Rechner, quasi die App. Ihr ladet das Modell runter und könnt es dort laufen lassen. Und es macht schon Spaß, einfach mal auszuprobieren und zu sehen, was damit möglich ist. Aber man bekommt viel mehr ein Gefühl für das rohe Modell, was da läuft. Und es ist ja schon ein fein getuntes Ding. Das heißt, dass wir uns klar machen und vorstellen, wie schnell sich die Hardware weiterentwickelt und was eben mit lokalen KI-Modellen möglich sein wird. Das heißt, das ganze Thema, ich kann auch meine Daten nicht hinschicken, wird damit dann auch irgendwann obsolet sein, wenn man Wege findet, das lokal zu anonymisieren. Und Gus hatte ein paar echt gute Takes dazu, die ich euch nicht vorenthalten will von der Google I.O. Imagine, sometimes the open model is the solution, yeah, because you want to own everything. Yeah. One problem with proprietary models is that they are deprecated, right? Mm-hmm. So you build your thing, and then 1 year later, it's like, oh, you're deprecating the model now. And you're like, oh, what do I do? When you talk about open models, it's undeprecatable. You have, yeah, it. So your solution will kind of work forever. You can improve later, but it will work forever. There's no one that to say, stop, update. Yeah. If you can, nice. If you can't, then it's working. Perfect, keep working. Und wenn ihr natürlich ein ganzes Video mit den Insights von der Google I.O. haben wollt und meinem Eindruck, den ich gewonnen hatte, dann schreibt es in die Kommentare, dann kümmern wir uns darum, dass ihr den gesamten Einblick bekommt. Ganz kurz der Ausblick, das kennt ihr ja schon von mir. Was heißt das eigentlich? Ich glaube nicht, dass wir auf die großen Hyperscaler verzichten können, da wir uns schon so krass dran gewöhnt haben, dass ChatGPT einfach immer da ist, so wie WhatsApp immer da ist, so wie Google immer da ist. Also wir haben uns einfach zu sehr dran gewöhnt. Aber es zeigt ganz gut, dass die Strategie, die Apple zum Beispiel hat, alles on-device zu machen, nicht ganz uninteressant ist. Man sieht aber auch an den Schwierigkeiten, die Apple hat dabei, das zum Laufen zu bringen, dass es eben nicht einfach ist. Wirklich nicht einfach ist, das möglich zu machen. Ich glaube, das dauert noch eine ganze Weile. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Bereich so dynamisch bleibt und denkt wieder dran an das, was ich eingangs gesagt habe. Wir haben die Chance, Anwendungsweltmeister zu werden. Wir können die Besten werden im, wie bauen wir die verschiedenen Modelle zusammen? Wie können wir es anonym benutzen und trotzdem die Großen mitverwenden? Das ist alles noch nicht geklärt. Das ist komplett offenes Feld. Und insofern glaube ich, ist das sehr, sehr, sehr spannend, da dran zu bleiben. Und wenn ihr jetzt mitgemacht habt bei der Übung oder sagt, ich probiere das jetzt mal aus, ich motiviere euch hiermit, probiert es wirklich aus. Das bringt euch von einem normalen Durchschnittsuser zum Pro in 0, nichts. Alright. Also, ich hoffe wirklich nicht zu techy, sondern sehr anwendungsnah und logisch nachvollziehbar. Also, wenn ihr das Thema Datenschutz hört, dann dürft ihr jetzt nicht mehr sagen, geht alles nicht. Doch, das geht. Es geht. Und wenn ihr sagt, das muss mein Chef erfahren, dann teilt bitte das Video, denn KI macht zusammen mehr Spaß. Abonniert den Kanal, schaltet die Glocke ein, denn erfahrt ihr jedes Mal, wenn wir ein Video hochladen, denn das machen wir jede Woche. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Video. Und vielleicht nehmen wir auch Lavinia mit rein beim nächsten Mal, denn es gibt spannende Themen, die auch sie teilen könnte aus dem... Ha 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 ha.